Dark Souls 3 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, weshalb ich darin ein paar Spielstunden habe. Nach all der Spielzeit drängt sich mir jedoch eine Frage auf. Kannst du Dark Souls 3 ohne Level-Ups durchspielen? Und die kurze Antwort ist, ja, man kann. Die bessere Formulierung wäre also, kann ich. Und genau das finden wir in diesem Video heraus. Für alle von euch, die Dark Souls nicht kennen, es ist das schwerste Spiel der Welt. Man besiegt Bosse, erhält Seelen, die Währung des Spiels und investiert diese in Waffen und Level-Ups. Die einzig relevante Regel für diesen Run ist es also, dass ich keine Level aufsteigen darf. Was bedeutet, dass die Werte meines Charakters das ganze Spiel über nicht besser werden. Keine höhere Gesundheit, nicht mehr Ausdauer und am schlimmsten von allen, niedriges Glück. Schnell also einen Charakter erstellt, er hat ein Sharingan und ein Rinnegan, einen passenden Namen verteilt. Und was zur Hölle müssen wir überhaupt machen? Ohne jetzt ein anderthalbstündiges Lore-Video daraus zu machen, wir sind ein Pleb. Und das sind die Herren, ja, nur Herren, die sterben müssen. Außerdem liegt die Welt nebenbei im Sterben und um das aufzuhalten, töten wir sie. Oder so ähnlich. Da wir das nun geklärt haben, das erste, was ich mache ist, ich ziehe mich aus. Nicht aus taktischen Gründen, einfach nur, weil mein Charakter so hot ist. Alle Gegner ignoriert und dort vorne ist der Boss des Tutorials, aus dessen Brust wir ein sickes Schwert ziehen. Als erster Boss ist er absolut kein Problem, lasst euch gar nicht davon beirren, dass er mir fast den Hintern versohlt hätte. Boss besiegt und ich stecke das Schwert ins Schwertloch. Doch bevor es weitergeht, kaufe ich mir noch einen Dolch für später und besuche einen Freund, der sich lieber die Klippe runterstürzt, als Zeit mit mir zu verbringen. Ich bin nun im ersten richtigen Gebiet. Und als Profi verrate ich euch jetzt ein Geheimnis. In Dark Souls sind Wege zwischen Bossen einfach da, um durchzulaufen, weshalb ihr mich in diesem gesamten Video kein einziges Mal gegen Pleb-Gegner kämpfen sehen werdet. Hin und wieder nehme ich aber wichtige Items mit, wie dieses Goldharz, mit dem ich für kurze Zeit mehr Schaden machen kann. Oder dieses Schwert, welches 10.000 Mal besser ist als dieser beschissene Speer. Oder diese Estus-Scherbe, mit der ich mich einmal öfter heilen kann. Oder ich denke, ihr versteht meinen Punkt. Recht schnell komme ich bei dieser alten Frau in der Kirche an. Da sie ohnehin mit einem Bein im Grab steht, erweise ich ihr die Güte und töte sie sofort. Nehme alles, was sie hatte, an mich und erreiche den ersten richtigen Boss. Waffe gebufft und auf geht's. Wie zu erwarten, war die erste Phase absolut kein Problem. Und nach seinem Pain Train TM war der Kampf dann auch schon vorbei und ich konnte weiter. Normalerweise würde ich diese Ortschaft mit Hilfe eines Tricks skippen, doch habe ich dafür nicht die richtige Startklasse, also nehme ich eine weitere Estus-Scherbe mit, laufe ins Feuer, gut gespielt Michi, ignoriere die besessenen Dorfbewohner, erreiche das nächste Bonfire und entscheide mich dazu, den Baumboss mit Hoden nicht zu machen. Er ist ein optionaler Boss, also warum sollte ich mir überhaupt die Mühe machen? Vorbei an weiteren Gegnern und hier zeige ich euch einen weiteren Trick. Wenn ihr beim Öffnen einer Tür das Spiel verlasst und es wieder betretet, ist die Tür offen und alle Gegner wieder auf ihrem Ausgangspunkt. Ich werde diesen Trick noch öfter verwenden, um mir Gegner, die an meinem Arsch kleben, vom Leib zu halten. Da mein Ausdauerbalken eine Asiatenschwanzlänge nicht übersteigt, ist das, denke ich, okay. Am nächsten Bonfire spreche ich mit diesen beiden guten Seelen hier, was eventuell noch wichtig für die ein oder andere Questline wird, bevor ich dann im Sumpf ein paar Abonnenten von Mythos of Gaming begegne. Ich habe jetzt die Wahl, einen Boss machen, den ich nicht leiden kann, oder einen Sumpf voller Gift. Klingt beides super. Ich entscheide mich für den Sumpf voller Gift, doch um diesen zu erreichen, muss ich erst an einer NPC-Invasion und dem Dream Team hier vorbei. Einer springt in den Tod, den anderen kicke ich von der Leiter und der NPC entscheidet sich für den Suizid. Mit den dreien nun aus dem Weg, kann ich im Sumpf drei Lichter ausknipsen, um ein Tor zu öffnen. Shoutout an den dümmsten Türöffnungsmechanismus der letzten 20 Jahre. Nummer 1 und 2 sind absolut kein Problem. Bei jedem der Lichter lade ich im Übrigen das Spiel neu, um nicht sofort danach von den Gegnern gefickt zu werden, die mich verfolgen. Vor Nummer 3 mache ich aber noch einen Abstecher nach oben, um die Asche hier mitzunehmen und einen Furry zu verprügeln. Während ich letzteres rein aus Spaß mache, sammle ich die Asche, um später Upgrade-Materialien nachkaufen zu können. Mit dem Dolch slide ich nun durch den tiefen Sumpf und knipse Licht Nummer 3 aus. Bevor es jetzt aber weitergeht, gebe ich erst die Asche ab, besiege einen Dämonen, hole mir einen Ring für schnellere Ausdauerregeneration,
Wenn mein Ausdauerbalken nach 4 Schlägen schon leer ist, dann soll er zumindest schnell wieder voll sein und entführe einen alten Mann, damit ich die Questline, die ich vorher schon angesprochen habe, fortsetzen kann. Hinter dem Tor, das ich mit den 3 Flammen geöffnet habe, ist unser erster Hauptboss, die Abyss-Watcher. Und diese sind für mich normalerweise kein Problem. Ich steche einem von ihnen in den Rücken, pariere den Casual, sehe dabei zu, wie sie sich gegenseitig töten und BAM, zweite Phase. Diese ist auch absolut kein Problem, wenn man weiß, was man tut. So steche ich ihm ein paar Mal mein Schwert in den Rücken, nur um dann kurz vor dem letzten Mal dann doch wie ein Gelähmter zu spielen und zu sterben. Aber das war bestimmt mein einziger Tod, oder? Oh. Nach einigen Toden entschied ich mich dazu, meine Waffe ein paar Mal zu verbessern, um mehr Schaden zu machen, da ich mir die Low-Level-Upgrade-Materialien ohnehin nachkaufen kann. Und siehe da, die Abyss-Watcher sind besiegt. Ab geht es nun in die Bone Zone. Vorsicht, es wird gruselig. Ich sterbe beim Versuch, mir ein Item zu holen. Nehme es beim zweiten Mal mit, öffne eine Abkürzung und da vorne ist der Ausgang aus dem Grab. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen schönen Kelch hier mitnehme. Ein vapendes Skelett erscheint. Und um diesen Boss zu besiegen, braucht es nicht viel, denn er ist ein reiner Gimmick-Boss. Zerstört man seine 3 goldenen Armreife, beendet man nicht nur seine Gangster-Rap-Karriere, sondern auch diesen Kampf. Gestorben bin ich trotzdem einmal, da er mich nach unten in seinen giftigen Shisha-Dampf geschoben hat, der mich bei meinem mickrigen Lebensbalken one-hittet. Der zweite Kampf startet zwar nicht zwangsläufig besser, aber immerhin besiege ich ihn und kann die Bone Zone jetzt verlassen. Erinnert ihr euch daran, dass ich mich vor einiger Zeit zwischen dem Sumpf und einem Boss entscheiden konnte? Jetzt wird es Zeit für den Boss. Aus Gründen einer meiner absoluten Hassbosse. Ich gebe ihm aufs Maul, er teleportiert sich weg und das Ganze wiederholen wir, bis ich ihn durch gutes RNG und mäßigen Damage Output besiegt habe. Vor uns liegt nun der Wald der teleportierenden Hunde. Es sollte ziemlich selbsterklärend sein, warum es so heißt. Weiter vor uns liegt allerdings eine Kirche mit einem Sektenproblem. Ich hasse religiöse Minderheiten. Ich laufe also über den Friedhof, über das Dach und an einigen Gegnern vorbei, resette bei einer Tür, fliehe mit einem Dolch vor einem Riesen, entscheide mich dazu, mein Outfit zu wechseln und erreiche den nächsten Boss, wenn man das Auslöschen einer gesamten religiösen Gruppierung als Bosskampf bezeichnen kann. Genügend Anhänger getötet, taucht der Oberboss auf. Und wie in den Kreuzzügen, prügle ich ihn nun mit dem Schwert den richtigen Glauben ein. Er hat es nicht überlebt. Mit der Puppe, die er bei sich trug, können wir nun den Ort hinter der Bone Zone betreten. Viel interessanter ist aber, dass ich für eine Little PvP-Runde beschworen werde. Der Gegner hatte keine Chance. Das Laufen durch den Ort hingegen war eine wesentlich anstrengendere Angelegenheit. Aber ich komme dennoch bei einer weiteren Kirche an und werde von eben jenem Gegner angegriffen, dem wir vorhin noch seinen Hintern versohlt haben. Er begreift, dass er keine Chance hat und stürzt sich in den Tod. Seine Axt erhalte ich trotzdem, die Waffe, die wir für den Rest des Runs verwenden werden. Mit dieser heißt es nun auf zum nächsten Boss. Der Weg dorthin führt mich durch knöchelhohes Wasser, vorbei an einer NPC-Invasion, bei der sich mein Gegner abermals selbst umbringt, durch ein Verlies, welches nicht viel bietet, weshalb ich durchlaufe, und schlussendlich durch die Kanalisation, wo ich eine Fallenkiste austrickse und von 2 großgeratenen Ratten gefickt werde. Jorm der Riese, verwandt mit dem kolossalen Titan aus Attack on Titan, ist definitiv kein schwerer Boss. Vor allem, weil man in seiner Arena eine Waffe findet, mit der man ihm unfassbar viel Schaden macht. Gestorben bin ich trotzdem einmal. Ich besiege ihn im nächsten Versuch und mit dem Kopf des zweiten Hauptbosses im Inventar können wir direkt mit dem nächsten Boss weitermachen. Der Tänzerin des Nordwindtals. Jeder, der Dark Souls 3 bereits gespielt hat, wird wissen, wie hart scuffed die Reihenfolge der Bosse in meinem Run ist, aber egal. Dort, wo ich am Anfang des Videos die alte Frau getötet habe, wartet sie auf uns. Und was soll ich sagen? Der Kampf lief unfassbar gut, bis ich dann ausgerechnet beim letzten Hit sterbe.
also erneut rein in den Kampf und diesmal töten wir uns gegenseitig. Immerhin zählt das als besiegt. Mit der Tänzerin hinter mir wollte ich meine Waffe aufs Maximale verbessern. Also ging ich in die Schlossgärten, um dort erst einmal eine Abkürzung mitzunehmen. Stieg weiter empor und sammelte ein paar Upgrade-Materialien, bevor mich erst ein Ritter tötete und ich dann gegen Osiris, den konsumierten König, kämpfte. Um es kurz zu machen, der Kampf war fast schon langweilig und absolut kein Problem. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt einen Abstecher zum Erzdrachengipfel machen können, wo uns erneut ein Boss begegnet. Seht ihr diesen alten Lindwurm? Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich ihn nur mit meinen Fäusten besiege, gebt ihr diesem Video einen Daumen nach oben, okay? Perfekt! Tja, ich denke, ihr fühlt euch nun wirklich dumm, oder? Am Ende des Gebietes finde ich dann das letzte Upgrade-Material und diesen seltsamen Schalter. Meine Mutter sagte mir, ich soll keine seltsamen Schalter drücken, also lasse ich es. Mit meiner Waffe auf dem maximalen Level geht es nun zurück zur Burg, wo ich ein Tor öffne, um eine Abkürzung zu haben. Und ab geht es zum nächsten Boss. Die Abkürzung hat sich gelohnt. Wenn ich nicht gerade gewone-hitted werde oder die Drachen, die um die Arena herumfliegen, ihre Angriffe spammen, gelingt es mir dann doch, die Drachentöterrüstung zu besiegen. Und nun stehe ich vor verschlossenen Toren. Oh, ich glaube, ich habe da zwei Bosse vergessen. Ironischerweise ist einer davon mein Lieblingsboss. Kleiner Spoiler, es ist nicht die Fotze, die zielsuchende Magiescheiße spammt. Zurück also ins wunderschöne Schneegebiet. Und willkommen an der schlimmsten Stelle im Spiel. Magier, Hunde, eine NPC-Invasion, hier kommt alles zusammen. Trotzdem habe ich es irgendwie gut durchgeschafft und bin beim nächsten Boss gelandet. Hohepriester Sullivan, mein Lieblingsboss in Dark Souls 3. Ich weiß, dass viele Leute sehr große Probleme bei ihm haben. Ich nicht. Ein Boss, bei dem ich aber regelmäßig Probleme habe, ist er hier. Old Bitch. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass der Weg zu ihm Cancer ist, ist er wohl auch einer der ekligsten Bosse in diesem Run. Verfolgende Magie, One-Hits und in der zweiten Phase Feuer um ihn herum, das mir durch meine geringe Gesundheit ziemlichen Schaden zufügt. Gestorben ist er trotzdem. Und damit kann ich nun die Archive betreten, in welchen mich ein weiterer Kristallweiser erwartet. Als wäre er eine Nachricht meiner Ex-Freundin, habe ich mich dazu entschieden, ihn zu ignorieren und bin erst durch die Archive, dann über deren Dächer und zu guter Letzt über eine Brücke gerannt, an deren Ende mich die letzten zwei Bosse des Spiels erwarten. Prinz Lothric und Schoßhund. Oder wie ich sie auch gerne nenne, die Inzestprinzen. Eigentlich finde ich es nicht gut, Menschen mit Handicap verprügeln zu müssen. Aber wie schwer können zwei Krüppel schon sein? Ich will ehrlich sein, ich habe mit diesem Boss schon immer Probleme gehabt. Aber die Kombination aus One-Shots in der ersten und Magie in der zweiten Phase hat die beiden zum mit Abstand schwersten Boss bisher gemacht. Ich habe hier 2 Stunden Bildmaterial davon, wie ich sie bekämpfe. Aber immerhin habe ich sie am Ende tot bekommen. Die größte Tortur habe ich jetzt vielleicht hinter mir. Aber wenn ihr glaubt, dass das Spiel jetzt vorbei ist, liegt ihr falsch. Mit den Köpfen der 4 Hauptgegner kann ich mir ihre Kraft aneignen und mich meiner letzten Prüfung stellen. Nein, wir werden nicht von Lenny klauen. Warum uns der Typ dort vorne tot sehen will, keine Ahnung. Aber wenn er sterben will, ist es mir eine Freude, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Im Vergleich zu den beiden Krüppeln war er ein Zuckerschlecken. Kein erster Versuch, aber ich brauchte auch keine 3 Stunden für ihn. Schlussendlich war er nicht wirklich das epische Finale, das ich mir erhofft hatte. Doch mit seinem Tod kann ich nun erneut die erste Flamme entfachen und die Welt damit retten. Und damit habe ich Dark Souls 3 durchgespielt, ohne auch nur ein einziges Level aufzusteigen. Wie schon zu Beginn des Videos erwähnt, sollte es niemanden überraschen, dass es geht. Doch immerhin wissen wir jetzt, dass auch ich es kann. Und was soll ich sagen?
Abgesehen von ein oder zwei Bossen hatte ich auch wirklich viel Spaß dabei. Wenn euch das Video nun gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und an der Stelle möchte ich mich wie immer herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, die diesen Kanal monatlich mit einem besonders großzügigen Beitrag unterstützen. Vielen herzlichen Dank! Wenn du mich auch unterstützen willst, kannst du das gerne schon für ab nur 2 Euro pro Monat neben der Abonnieren-Schaltfläche auf Mitglied werden. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns immer im nächsten Video. Ciao!